Die Juden sind unser Unglück. Das war die Parole des Nazi-Hetzblattes Stürmer. Aber irgendwie kennt man sich da jetzt nicht aus. Wie ist das jetzt mit den neuen Juden in deren Augen? Sind die jetzt auch unser Unglück oder sind die im Gegenteil jetzt verfolgte Hanseln, vor die man sich schützend stellen muss? Irgendwie eine verrutschte Welt. Während man die früheren Juden früher zum Tragen von so einem Abzeichen gezwungen hat, darf der Anführer der neuen Juden keinen Orden tragen. Das hat ihm der Bundespräsident extra ausgeschlagen. Wir sind die neuen Juden, hat der Strache also gesagt. Und dass das wie in der Reichskristallnacht gewesen ist, diese Demonstration gegen den WKR-Ball, die es für die Ballgäste ein bisschen unbequem gemacht hat, die Anreise. Und in der Zeit im Bild beim Armin Wolf, da hat der Strache nochmal nachgelegt und gesagt, schrecklich war das in der Reichskristallnacht. Und nach dieser Demo kann er sich so richtig vorstellen, wie sich Menschen inmitten einer solchen Pogromstimmung fühlen müssen. Und er hat mit diesem Satz nur sein tiefstes Mitgefühl mit den Opfern zum Ausdruck bringen wollen. Na dann. Wobei, dass er sich das bisher nicht vorstellen hat können, wie sich Menschen inmitten von Pogromstimmung fühlen, na, das war schon ein bisschen geflunkert, Herr Strache, nicht wahr? Hätten es doch nur Ihre alten Gesinnungsfreunde fragen müssen, da hat es sicher eine ganze Reihe von Experten dafür gegeben. Die hätten Ihnen zumindest sagen können, wie man sich so als Pogromist fühlt, mitten in so einer Pogromstimmung. Aber bitte, der Strache ist überzeugt, wir sind die neuen Juden. Und wenn Sie sich da jetzt fragen, ob der Strache vielleicht unter Wahnvorstellungen leidet, da kann ich nur sagen, nein, der Strache leidet nicht unter Wahnvorstellungen. Der Strache genießt sie geradezu, die Wahnvorstellungen. Wobei, wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, was in solchen Köpfen vorgeht, die solche Wahnvorstellungen ausbrüten, dann müssen wir zunächst mal einräumen, dass es ja durchaus so sein kann, dass da überhaupt nichts dahinter ist, dass da halt jemand so einen Sager macht, als billige Provokation, als kalkulierten Aufregersatz, hinter dem keine Art von Emotion steckt. Wobei schon das ungenau wäre, weil wenn man einen solchen Provo-Sager macht, kann man ja die innere Distanz dazu auch nicht auf Dauer aufrechterhalten. Wenn man ihn sagt und wiederholt und verteidigt, dann beginnt man ja, das wäre meine These, an diesen Satz auch zu glauben. Man spricht die Lüge ja nicht in der Überzeugung, dass sie eine Lüge ist. Der Lügner muss sich ja als erstes selbst belügen. Also diese innere Distanz zu sagen, ich weiß, dass das hanebüchener Irrsinn ist, aber ich sag's jetzt einmal trotzdem, weil es ja gut kommt in einem bestimmten Milieu, das hält man ja nicht durch. Wobei ich halte ja schon die Prämisse, dass das alles so kalt kalkulierte Sager sind, für fragwürdig. Wir müssen begreifen, die meinen das ernst. Die glauben daran, dass das eine Wahrheit ist. Wir sind die neuen Juden. Aber wie funktioniert das dann eigentlich, diese innere Identifikation mit den Juden, also mit dem Wort Juden und den Assoziationsreihen und den Bildern, die dieser signifikant Juden eröffnet? Ich meine, das muss ja eine emotional nicht so einfache Sache sein. Einerseits identifiziert man sich mit der Bedeutungsreihe Jude ist gleich Opfer, ist gleich Verfolgter. Wir sind die Juden, weil wir die Verfolgten sind. Und andererseits, und das soll man ja nicht vergessen, passiert es vor dem Hintergrund eines weiterhin intakten antisemitischen Judenbildes, das die im Kopf haben. Das ist ja überhaupt keine Frage. Da gibt es diesen Vorarlberger FPÖ-Chef, der sagte, von so einem Exiljuden aus Amerika lasse er sich gar nichts sagen, soll sich nicht einmischen, der in Österreich, bis hin zu dem Gerede, dass es dort üblich ist, wie es auch wieder am WKR-Ball zu hören war, dass das schon blöd war vom Hitler, dass er alle Juden umgebracht hat, aber dass das schon stimmt. Andererseits natürlich, dass die Juden, manche Juden, ganz schrecklich sind. Die Finanzjuden und Goldman Sachs und so. Also da brauchst du ja nur an der Oberfläche zu kratzen und schon kommt dieser ganze antisemitische Schleim hoch bei denen. Das weiß doch jeder, gar keine Frage. Und da ist schon putzig, wenn der Strache in der Zeit im Bild 2 sagt, jeder wisse, Antisemitismus hat in der FPÖ keinen Platz. Mensch, Strache, jeder weiß, Antisemitismus ist in der FPÖ alle paar Zentimeter zu finden und wird dort nur notdürftig übertüncht, obwohl es ja kaum mehr Juden gibt und obwohl man mit Antisemitismus keinen Besenstiel mehr gewinnen kann, aber der steckt so tief drinnen bei denen, der Antisemitismus, den kriegen die da nicht raus. Aber wenn man sich's überlegt, umso bizarrer und pittoresker ist das. Da gibt's Menschen, die Juden,
Gegen die haben die gleichsam einen eingeborenen Widerwillen, vor denen ekelt es sie geradezu und gleichzeitig haben sie eine Überidentifikation mit diesen Menschen. Wir sind die neuen Juden. Irgendwie eigenartig, oder? Also das muss doch zu totaler emotionaler Verwirrung führen. Und da gibt es so ein Element der wahnhaften Identifikation mit den Juden. Aber vor allem, und das ist die andere Seite, will man ihnen, indem man sich in die Opferrolle hineinfantasiert, ihre Opferrolle auch wegnehmen. Die neuen Juden, wir sind die neuen Juden, heißt ja auch, ihr wart gestern die Juden, aber die heutigen Juden, das sind wir. Man konnte das auf Straches Facebook-Seite gut nachlesen. Strache verteidigt da seinen Satz, wir sind die neuen Juden, und dann sind da Postings drunter, die lauten in etwa so, ja, wir sind die neuen Juden und außerdem die Juden, die sollen sich nicht so aufspielen, die Ausländer. Vollkommen wirr. Wir sind die Juden und andererseits, die Juden sind die Ausländer, die sollen sie nicht so aufspielen. Also was jetzt? Wenn Sie sich jetzt aber wundern, dass der Strache so weinerlich ist und sich immer verfolgt vorkommt, das hat schon seine Logik. Der Rechtsnationalismus, so auftrumpfend kriegerisch immer dahergekommen ist mit all diesem soldatischen Zeug, war immer auch weinerlich, voller Verfolgungswahn und Paranoia. Wir sind furchtbar verfolgt, wir sind furchtbar bedroht von der multikulturellen Durchmischung, unsere nationale Identität bedroht, unser Sein bedroht, wir furchtbar arm und verfolgt. Und in dieser Paranoia, in diesem paranoiden Wahn identifiziert man sich dann mit allen Opfern, selbst mit denen der eigenen Großväter. Wir sind so arm wie die, da kann man mit einem fetten Abgeordnetengehalt wie der Herr Strache im Nationalrat sitzen und findet, es geht einem dabei so wie einem Juden in Theresienstadt. Aber dass man sich hineinfantasiert in die Opferrolle, das ist das eine, aber man fantasiert sich ja irgendwie nicht in jede Opferrolle, oder? Zumindest, sagen wir besser, in manche mehr, in manche weniger. Und an erster Stelle steht da schon diese Judenobsession. Ich meine, warum müssen die immer sagen, wir sind die neuen Juden? Sie könnten ja auch sagen, wir sind die neuen Armenier oder wir sind die neuen Indianer. Das wäre doch was. H.C. Strache, der neue Indianer. Häuptling, hohle Nuss. Könnte gleich sagen, in Zeit im Bild, Häuptling hat mit gespaltener Zunge gesprochen. Hook. Oder er könnte überhaupt sagen, wir sind die neuen Juden und die neuen Indianer zugleich. H.C. Winnetou Rosenzweig. Aber wie gesagt, auch wenn die Indianer auch ganz spannende Opfer sind, gibt es doch in diesen Kreisen diese spezielle Judenobsession. Schon das Wort Jude, Juden, sie sprechen es ja aus wie etwas Schmutziges, sowas Verbotenes. Es ist ja kein normales Wort für die. Ich meine, wir sind dabei bei dem Wort. Der eine ist Christ, der andere ist Muslim, der dritte Kärntner, der vierte Jude. Ist ja nichts dabei, kann man ja sagen. Ist ja eine ganz einfache Charakterisierung eines Menschen, seiner Religion oder seines kulturellen Herkommens. Nur Jude, Juden. Das ist ein Wort, da ist es nicht so einfach. Da senkt sich die Stimme oder man hat so einen Kloß im Hals, dass das Wort nicht raus will, den muss man runterschlucken, den Kloß, und dann springt's raus, das Wort Jude, schrill, betont. Man kann es irgendwie nicht normal sagen. Das können die nicht. Der Antisemit, der steckt so tief in denen drin, man merkt es schon an der Art, wie sie Jude sagen, wie sie zusammenzucken und alles still wird, wenn das Wort fällt. Nur, dieser Antisemitismus, der paart sich auch aufs Wunderlichste mit dem schlechten Gewissen über diesen Antisemitismus bzw. die Folgen, die er hatte. Weil es ist ja nicht so, da muss ich den Strache und seine Leute schon in Schutz nehmen, dass sie jetzt den Holocaust gut finden, dass sie Nazis in dem Sinn wären, dass sie insgeheim das NS-Regime toll finden. Das tun die nicht, das tut nicht einmal der Martin Graf. Und gerade für den Holocaust schämen sie sich schon auch. Aber gerade diese Scham und das Wissen, dass man nicht persönlich, aber in der politischen Tradition, in der man steckt, die Täterseite repräsentiert. Gerade diese Scham führt einerseits dazu, dass man kein normales Verhältnis allein dem Wort Jude gegenüber einnehmen kann und andererseits, dass man sich selbst in die Opferrolle hineinfantasiert. Man drückt die Schuld weg, indem man sich auf bizarre Weise in die Opferrolle fantasiert. Und das ist eben fast der interessanteste Punkt, man zieht Genuss aus diesem Hineinfantasieren. Genuss, man heroisiert sich in der Opferrolle. Nicht mehr die Täterposition, dieses Soldatische, was früher Heldentum repräsentierte, ist heute die Heldenposition. Die Opferrolle ist die wahre Heldenposition. Und all das spielte sich in diesem Augenblick in dem Kopf von dem Bumsti Strache ab. Ohne dass er selbst irgendwas weiß, dass sich das in seinem Kopf abspielt, sodass es aus ihm raussprudelte, förmlich. Wir, die
Juden, die neuen Juden, wir. Wie gesagt, der leidet nicht unter Wahnvorstellungen, der genießt sie geradezu.